Einen wunderschönen guten Morgen. Jawohl, wir gehen jetzt Pancake essen, ne? Ja, auf meinen Wunsch. Als Frühstück. Los geht's. Jetzt sitzen wir in einem typischen Breakfast-Lokal. Also so ein ganz normales Ding. Das ist total schön, ne? Ja. Das ist richtig geil. Das ist ja ein Frühstück. Ich hab dies hier. Auch nicht viel besser, ne? So, jetzt sitzen wir hier beim Hop-on-Hop-off-Bus und wir fahren jetzt gleich los und machen hier eine Runde. Total cool. Channel 2 is polite, friendly and factual. You do not have to put up with my crap. Change the channel. And I'm a German YouTuber, so my follower, my YouTube follower, I'm greeting you. Yeah, this is my bus. Now I'm the teacher of you. Dankeschön! Okay. Bitteschön! Das ist sehr schön! Sehr schön! No, over there. Oh man. Passengers, you're looking at the ball right there where it says 20 seconds. Das hat voll reflektiert dabei. You're early in the morning, because if you're in front there, you might be on television. And that's very important, because if you appear on American television, when you die, you go to heaven. That's in the Bible. I think that was the greatest. So lustig. Ist so ein bisschen. Hier ist Macy's. Und sagt, das ist das größte Geschäft der Welt. Evil Germans. Which state are you from? From Hamburg. From Hamburg? Fischkopfs. Yes! Folks, believe it or not, Germany is not just one country, it's many small countries, and they don't like each other. They don't like anybody else, but they also don't like each other. Empire State Building. We're gonna stop there. First, we're gonna stop at Macy's. We're not there yet. Also, pastors, I'm only gonna talk about one thing at a time because otherwise it's confusing. So if I'm not talking about what you're looking for, it's because we are not there. Madison Square Garden to the right. Madison Square Garden. Madison Square has concerts and stones. There are two kinds of roads in the map. There are ones called avenues. Avenues are wide, you can see far, and get this, they all go up or down, north or south. The other kind of road is what we're on right now. This is a street called streets. All streets go either east or west. All of them. And most, yeah, it's a system. Wow. And you get it. It's simple. That's on purpose. Streets all go east or west. Most even numbered streets go east. Even east. Right now we're going west, 31st Street. Anyway. Jetzt sind wir beim Empire State Building. Hier ist heute nichts los, total cool. Ich habe Frode gerade erzählt, dass als ich hier vor 30 Jahren schon mal hochgekommen bin, kann ich mich noch daran erinnern, dass das total in den Ohren weht. Ja, das tut's aber nicht. Das ist ja cool gemacht, ne? Ja. Das ist geil. Ich denke auch, das wäre so ein Manchester ein paar, ne? Guck mal, die bauen immer hinterher. Mach mal ein bisschen schneller hier. Das tut gar nicht weh, oder? Ja, wir sind aber schon hier. 72, 73, 74. Guck mal, wie hoch wir schon sind. Guck, und jetzt sind wir zu 80. Und jetzt müssen wir umsteigen. Alter, ist das cool. Oh. Das sieht einfach so aus, als würde der so reingehen, als würden wir so überstehen. Wahnsinn, ne? Welcome to Paradise. Da hat er gesagt, Welcome to Paradise.
auch mal auch schon die Gedächtnis. Ist das hier Steven Wiltshire, genau. Ich bin gerade total begeistert, das ist hier so toll auf dem Empire State Building und da dieser Autist, der das nachmalt. Ach, ist das alles toll und man sieht so schön. Ja. Ich bin sowas von geflasht, das ist so toll. Jetzt sind wir draußen. Warm hier oben. Schön, ne? Schön ist das hier. Warm und schön. The oldest manually operated elevator in the world, 1,250 feet, 381 meters above the ground, that's still operational today. Enjoy. Schön, Mama. Merci. Kamsahamnida. Thank you. Jetzt fahren wir gerade mit einem total verrückten Taxifahrer. Ist total nett, aber er fährt ganz schön ordentlich. Weil wir müssen nämlich jetzt zur Statue of Liberty fahren. Pretty damn. That's why they make a showdown in New York, how it look like. Ja. Das ist die Brooklyn Bridge und da laufen die gerade alle rum hier. Super. Und hier ist Chinatown da. Das Now ist this is the Zwick Center. This okay. is Zwick Center Financial District. Ja, Financial District. Other side of Brooklyn, Brooklyn Heights. Und da ist Brooklyn. Brooklyn, Brooklyn okay. Heights. So, jetzt fahren wir hier gerade über die Brooklyn Bridge rüber. Da ist sie. Tada. It's all Financial District. Und das Zwick ist Financial. Yeah. Wall Street. Wall Street, is it coming up? Ja. Yeah. This is the South Street Seaport. Ah, okay. Lots of fun over here. They got a ship over here. They got a park. Hold on, let me show you that. This is the American flag. Yeah. This is stock market. Ah, let's go. Okay. That's stock. Here. Wall Street. Yeah. Da fahren die Boote. This is all the Hudson River. That's the Hudson River, yeah. 76 feet tall. That means United States independent 1776 from England. That's why this a 104 floor tall. Only 104 floor. So, bevor das jetzt hier zur Freistatter geht, gibt es jetzt hier noch ein Milchshake. Hier ist so toll dabei. Wir gleich rauf. Juhu. Das ist echt der Hammer. Überall wird man hier untersucht und man muss sich ständig irgendwie hier durchleuchten lassen. Hammer. So hinter mir jetzt da die Fackel. Laufen. Wir hatten keine Lust auf Lift. Aber ganz schön anstrengend. Aber gleich wieder schön Sport. Jetzt stehe ich auf dem Podest von der Freiheitsstatue. Juhu. Ja, und da ist das One World Trade Center da. Cool, ne? Am Fuße des Hinterteils Freiheitsstatue. Sehr schön.
Da sind überall Kameras. Jetzt geht's wieder zurück, dahin. So, jetzt laufen wir zum One World Tower. Hier, der Opa ist auch geil, ne? Ein Squirrel. Der stand hier im Amok gegessen. Ach, wie süß ist der denn? Vermutet der jetzt gerade schon seine Schätze? Drin zum Garten hier, guck mal hier, richtig mit kleiner Gießkanne. Cool, mitten in der Großstadt. Jo. Ground Zero. Jetzt sind wir im One World Trade Center. Ist das cool? Was stand da eben? Solid bedrock. Ah, jetzt steht da oben hier. The bedrock is several thousand feet thick in places and runs beneath most of the island of Manhattan. Okay. Das ist der Untergrund. Oh, das Gerede, Mann. Oh, das ist Gerede, Mann. Are you wearing negative? Why can't this just be a window? Just keep watching. It's civilization. Love it. Wow. Welcome to One World Observatory. Nein, ich meine da hinten. Ja, da natürlich, aber dahinter. Als was ist das hier ein Flugzeug? Das ist ja ein Film. Okay. Ich will den Flugzeug zu Hause. Ey, komm ich schon. Das ist kein Metal-Trick. Oh, thank you for visiting One World Observatory. No problem.
irre, wie schnell man da wieder runter ist. Jump ist man oben, jump ist man unten. Hammer! Ich weiß jetzt nicht, wo wir hier sind, aber es sieht aus wie im Inneren eines Wals. Woran weißt du, wie es in einem Wal aussieht? Genau, so sieht es aus in einem Wal. Was ist das hier eigentlich? Warum? Mittendrin hier einfach so eine alte Kirche. Kann das sein? Der Knaller. Nein, es war irre dunkel. Ja, aber nein. Oh, der liegt gefährlich. Jetzt wird gleich sein Kopf geht gleich. Ja. Oh, der ist klein, Mann. Ah, der ist so klein. Ne? Oh ja, der kommt durch. Alter, das ist eine Kaugummi. Ah, der berühmte Hunde. Deutsche Konsulat, hat er gerade gesagt. Weiß ich nicht. Irgendwie hier ist das deutsche Konsulat. Volvo for Asturias. China Company. Wo wir denn sind? Dinger so raus? Sieht so aus, ne? Tun sie, glaube ich, wirklich, oder? Ja. Jetzt gehen wir Abendbrot essen in ein Steakhouse. Wir haben irgendwie Bock auf Steak und jetzt haben wir eins über TripAdvisor rausgesucht. Mal sehen, ob das so gut ist, wie die da erzählt haben. Ich bin gespannt. Mit dem Wasser, ne? So, das ist jetzt hier erstmal das Brot mit einem super leckeren Öl. Da haben sie ganz tolle Gewürze dran gemacht. Total toll. Och, jetzt habe ich hier so ein schönes Filet Mignon mit irgendeiner tollen Soße. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Wenn ich Sonne höre, denke ich, es wäre Sonntag. Also, dass wir Sonntag meinen, weil ich mich mit dieser. Das ist so lecker. Das gibt's gar nicht. So super lecker. Und hier ist kein Mensch. Guckt euch das mal an. Das Beste. Also, das ist wirklich ein Geheimtipp. Das war eine richtig gute Idee. Also, wer mal in New York ist, Chimichurri Grill. Kann man wirklich machen. Echt toll. War das ein Tag. So, wir haben heute ein tolles Frühstück gehabt. Dann habe ich ein bisschen Eis gegessen. Das habe ich natürlich nicht gefilmt. Also, da habe ich mich geschämt, dass ich das gegessen habe. Und dann habe ich heute Abend dieses wahnsinnig, echt wahnsinnig tolle Fleisch gegessen. Großartig. Dann noch ein bisschen von diesen Mushrooms da und ein bisschen von diesem Kartoffelgedöns. Ja, das war's. Ich wüsste jetzt nicht, wie viel ich mir geben sollte. Aber ich glaube, das passt ungefähr rein. Vor allen Dingen sind wir heute so irre viel gelaufen, hoch, runter, links, rechts, dass meine Zähler-App irgendwann schlapp gemacht hat. Nee, das nicht, aber sie hat gesagt, super, alles gut. Also passt, sehr schön. New York, großartige Stadt. Also wer mal irgendwie die Gelegenheit hat, hierher zu kommen, echt machen. Echt, echt richtig, richtig gut. So, gute Nacht.